Lass mich dein Zeug tragen, ich bin billig. Wenn die neue. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass es. Sie werden es sicher gleich wissen wollen. Schlechte Kunde? Zur Abwechslung mal frohe. Es gibt etwas zu feiern. Nur ist die neue Bedienung noch nicht ganz eingelernt. Ich kann hier nicht weg, um die Leute zur Feier einzuladen. Was genau gibt es denn zu feiern, wenn ich fragen darf? Einen ganz besonderen Wein habe ich ergattert. Nichts Geringeres als einen 66er Gulton. Gultons Roter ist das einzig Gute, was das Kaiserreich je hervorgebracht hat. Für einen 66er würde so mancher sein Leben geben. So heißt es jedenfalls. Oh, dann kennst du den Jahrgang. Ich habe es mit einem Genießer zu tun, der mir vielleicht im Namen des guten Geschmacks unter die Arme greifen will. Wenn du die frohe Kunde an ein paar meiner Freunde weiterträgst, winkt auch eine kleine Entlohnung. Das sollte ich schaffen. Du sagst es ihnen also? Wunderbar. Ich danke dir. Du hast es nicht weit. Alle drei sollten gleich hier beim Markt sein. Das wären Oldek, der Lieferant, Milan, der Metzger und Bożek, der das nördliche Tor bewacht. Drei der besten Burschen Boklats, wenn du mich fragst. Sag ihnen, sie sollen zur Taverne kommen, wenn sie Feierabend haben. Komm wieder, wenn du ihnen Bescheid gegeben hast, dann kriegst du deine Belohnung. Das dauert nicht lange. Ich muss schleunigst zum Dominium auf. Ich soll mit einem Lieferanten sprechen, einem gewissen Oldek. Das bist nicht zufällig du? Ein und derselbe. Willst du was liefern? Der Wirt schickt mich. Ich soll ausrichten, dass es bei ihm zum Feierabend einen guten Schluck 66er Gulton gibt. Ein 66er? Ich werd nicht mehr. Wenn er ihn gerade erst bekommen hat, muss er in den Kisten gewesen sein, die ich ihm aus Sanbrek gebracht habe. Vom Kaiserreich nach Boklat? Du hast wohl ordentlich Mut. Die Route ist selbst in guten Zeiten gefährlich. Ach, das ist das Los der Lieferanten. Diese Beine haben mich und meine Fracht schon über ganz Stürm getragen. Den einen Tag geht's nach Oriflam, den anderen nach Kanva. Je weiter die Strecke, die man bereit ist zurückzulegen, desto mehr wird gezahlt. Deswegen sind die Aufträge für die längeren Routen immer heiß begehrt. Ich würde sagen, für heute habe ich genug geschuftet, um einen guten Tropfen verdient zu haben. Danke fürs Bescheidgeben. Das ist alles. Lass mich dein Zeug tragen, ich bin billig. Sonderpreise! Kommt! Die Karawane hält neben dem Grenzposten. Bist du Milan, der Metzger? Der bin ich. Was kann ich für dich tun? Der Wirt hat etwas ganz Spezielles reinbekommen. Er würde dich gerne zu einem guten Wein einladen, wenn du hier fertig bist. Er kennt mich zu gut. Der Schinken hier wird hervorragend zu einem guten Tropfen schmecken. Schinken und Wein im Überfluss. In Boklat kann man es sich wohl gut gehen lassen. Alle, die irgendwo hinwollen, müssen hier durch. Und mit den vielen Menschen, die über den Kristallpass reisen, kommen Waren aus ganz Valestea. Fleisch aus Sanbrek, Kräuter aus Rosaria. Manchmal sieht man hier sogar Kuriositäten aus den Landen Ashras. Mein alter Herr wusste genau, was er tat, als er sich hier niedergelassen hat. Danke für die gute Nachricht. Weißt du was? Vielleicht mache ich heute früher Schluss. Ich will meinen Freund ja nicht warten lassen. Diese Qualität sucht ihr in Dichasia vergeblich. Lasst uns durch!
Ich suche Bojack. Es hieß, er bewache das nördliche Tor. Du hast ihn gefunden. Ich gehe mal davon aus, du bist kein neuer Rekrut? Der Wirt schickt mich. Er ist an einen seltenen Jahrgang gekommen, einen 66er Golton, und meinte, den würdest du sicher gern verkosten. Einen Golton habe ich noch nie verschmäht, und ich wüsste nicht, warum ich jetzt damit anfangen sollte. Danke fürs Bescheidgeben. Du hast hier sicher viel zu tun, oder? In letzter Zeit kommen immer mehr Flüchtende an, die hier durch wollen. Versteh mich nicht falsch, ich habe auch Mitgefühl, aber Befehl ist Befehl. Keine Papiere, kein Einlass. Trotzdem versuchen viele, sich vorbeizuschleichen. Ab und an ist einer von ihnen auch dumm genug, es mit Gewalt zu versuchen. Und wenn das passiert, dann wird es ganz schnell hässlich. Weißt du was? Ein guter Wein ist jetzt genau das Richtige. Das wären alle. Vielleicht lässt mich der Wirt ja von diesem Wein probieren. Knauserige Säcke. Diese Qualität sucht ihr in Dichasia vergeblich. Saftige Birnen, stillt euren Durst. Darf sein Kännchen Schlangenspucke sein? Sonderpreise! Kommt! Geh mir aus den Augen! Ich brauche keine Träge. Wenn die Neuankömmlinge gilt. Deine Freunde wissen Bescheid. Sie sind bald da. Fantastische Neuigkeiten. Ich danke dir. Unser letztes Treffen ist eine ganze Weile her. So wie ich das sehe, gehört der Wein den dreien genauso wie mir. Wie das? Nun ja, wenn Oldig mir nicht das wirklich gute Zeug liefern würde, könnte ich hier nur Plörre ausschenken. Und dann sind da noch Milan, der seine Kunden stets zu mir schickt, und Bojack. Ohne seinen kühlen Kopf wäre hier schon alles im Chaos versunken. Boklat steht und fällt mit diesen dreien. Nimm auch nur einen von ihnen weg und der Markt ist Geschichte. Und ohne den Markt hätte ich nicht einen einzigen Kunden. Das sollte mir einen 66er wert sein, findest du nicht? Kein hoher Preis. Wir sind alle aufeinander angewiesen. Missmutige Wirte und finster dreinblickende Schwertkämpfer gleichermaßen. So, ich sollte langsam alles für meine Gäste bereit machen. Da hast du mich also einen waschechten 66er schleppen lassen? Hätte ich das gewusst, hätte ich das Zeug verkauft und wäre jetzt stinkreich. Einmal probieren reicht mir aber auch, wenn du ihn mir denn anbietest. Ein 66er Golton, meine Güte. Trifft sich gut, dass ich mir auch was Feines aufgehoben habe. Eine Flasche reicht für unsere Sorgen vielleicht nicht aus, aber schaden kann es sicher nicht. Da sind sie ja, die drei, die Boklat nicht entbehren kann. Setzt euch, meine Herren. Mögen die Probleme auf der Welt noch so ungeheuerlich und zahlreich sein. Mit ein paar guten Freunden kann man immer neuen Mut schöpfen. Besser hätte ich es nicht sagen können. Wie ich sehe, scheinst du Eloise behilflich gewesen zu sein. Wärst du so gut, mir dieselbe Güte zu erweisen? Vielleicht. Was soll ich tun? Jemanden finden. Weißt du, ich habe Probleme mit Dieben. Und trotz aller Bemühungen kann ich sie nicht davon abhalten, sich einfach an meinen Lieferungen zu bedienen. Vor ein paar Tagen habe ich mich bei einem Freund darüber beklagt. Er hat mir angeboten, die Schuldigen zu finden. Josef ist zwar ein Söldner und ein guter noch dazu, aber er ist schon seit Tagen weg und ich befürchte das Schlimmste. Wohin könnte ihn seine Suche geführt haben? Auf die Zemeckisstraße vielleicht?
Er meinte, dass sie wohl kaum länger hier in Boklad bleiben würden als nötig. Josef hatte es schwer im Leben. Seine Mühen haben den Arm schon früh ergrauen lassen. Ich bete nur, dass er nicht wegen etwas Getreide getötet wurde. Ich glaube nicht, dass es viele grauhaarige Söldner gibt. Hoffentlich hat ihn jemand gesehen. Papa, ich bin hungrig. Was willst du? Ich habe keine Gil. Ich habe nur eine Frage. Ist ein Söldner hier vorbeigekommen? Er hat graue Haare. Jetzt, wo du's sagst. Vor einer Weile habe ich da draußen einen jungen Mann mit einer silbrigen Mähne herumschleichen sehen. In welche Richtung ist er gegangen? Woher soll ich das wissen? Ich denke, er ist der Straße gefolgt. Warum tust du nicht dasselbe und lässt mich in Ruhe? Keinen Ärger. Ich auch nicht. Ich suche jemanden. Einen grauhaarigen Söldner. Wir haben keinen gesehen. Doch haben wir. Er ist die Felsen hochgeklettert. Die da drüben. Er ist ihnen wohl auf der Spur. Ich darf da nicht hin. Mama sagt, da oben gibt's Goblins, die kleine Jungs auffressen. Ruhe jetzt. Du hast schon genug geplappert. Aber du hast mir das doch gesagt. Du solltest besser auf deine Mutter hören. Diese Diebe ihre Beute wirklich den ganzen Weg hier hochgeschleppt? Ich glaube, wir haben die Übeltäter gefunden. Sich nicht, mich zu sehen. Und noch ein! Bringen wir es hinter uns. Halt! Töte ihn nicht. Er beschützt nur sein Zuhause. Josef. Der Junge hatte recht. Wer bist du? Deine Freundin hat mich geschickt. Sie hat befürchtet, dass dir etwas zugestoßen ist. Bin ich schon so lange fort? Die Diebe zu finden war nicht schwer. Das Problem war zu entscheiden, was ich mit ihnen machen sollte. Die Dinge sind also komplizierter, als sie scheinen. Mir war schon klar, dass es keine gewöhnlichen Banditen waren, noch bevor ich den Markt verlassen hatte. Weißt du warum?
Unsere Diebe hatten kein Interesse an Gold oder Gil oder Dingen, die sie nicht essen konnten. Außerdem gab es Gerüchte über Goblins in der Gegend. Da musste ich nur noch 2 und 2 zusammenzählen. Ihre gemütliche Zuflucht fand ich dann auch schnell, mitsamt des vermissten Essens. Ich habe mich voller rechtschaffener Wut auf sie gestürzt. Mir entgegengestellt hat sich aber nur ihr Anführer. Die anderen hatten sich ums Essen geschart. Sie wollten es bis zum Tod verteidigen. Sie mussten stehlen, sonst wären sie verhungert. Ich habe das auch schon mal durchgemacht, also kann ich sie verstehen. Du hast sie verschont und damit scheinbar auch ihr Vertrauen gewonnen. Diese Goblins sind hier nicht heimisch. Sie wissen nicht, wie man in einer so kargen Gegend überlebt. Deshalb bringe ich es ihnen jetzt bei. Sobald sie jagen und Futter suchen können, riskieren sie ihre Hälse sicher nicht mehr in Boklad. Beeindruckend. Ich wusste nicht, dass man sich mit Goblins verständigen kann. Tu mir einen Gefallen. Sag Queta, dass ich in Sicherheit bin. Ich komme zurück, sobald ich hier fertig bin. Oh, und erwähne nicht die Goblins. Ich will nicht, dass die Leute mit Heugabeln herkommen. Jetzt, wo die Meute nichts mehr stiehlt. Dein Geheimnis ist sicher. Vielen Dank. Für alles. Das war's dann. Josef lebt. Er will nur noch ein paar offene Fragen klären. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Er versteht zweifellos sein Handwerk. Er hat eure Diebe gefunden. Und ich glaube, die kommen nicht mehr zurück. Ich bin wirklich froh, dass wir Josef haben. Und wenn er sagt, es wird von jetzt an keine Diebstähle mehr geben, reicht mir das. Danke, dass du meine Sorgen zerstreut hast. Hier, für deine Mühen. Gepäckträger zu mieten. Beste Leistung zum besten Preis. Andere wollen euch eure Waren wegnehmen. Ich nehme sie nur mit. Thank you.